Was macht eigentlich Leben aus? Leben ist offenbar mehr als die Summe seiner Einzelteile. Aber was macht diese Einzelteile wirklich lebendig? Und sind das, was es lebendig macht, ist das nur ein Abfallprodukt biochemischer Prozesse oder ist da mehr? Mit Burkhard Heims Modell wagen wir heute den Sprung in die transzendente Natur des Lebensprozesses. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichem Beispiel. In den letzten Videos dieser Reihe hatten wir die Bereiche Alpha, die Physis, die unbelebte Materie, und Beta, den Bios, das heißt die belebte Materie, kennengelernt. Ein Wort möchte ich dabei nochmal unterstreichen, nämlich Materie. Alles, was wir bisher kennengelernt haben, war nämlich Anordnung von materiellen Strukturen. Auch die Lebensstrukturen. Wir haben bislang nur gesehen, was sind Baupläne, die unsere Proteine, unsere Zellen, unsere Gewebe, unsere Organe zu der Struktur anordnen, die wir kennen und die wir als Körper definieren. Jetzt ist aber Leben mehr als bloß ein Körper, denn der würde ja einfach nur darum liegen. Leben ist doch vor allem die Reaktion auf Umweltreize, ist Bewegung, ist irgendwelche Aktion. Aber wo liegt das, was diese Reaktion macht? Wir brauchen dafür doch ganz offensichtlich irgendeine Struktur. Aber diese Struktur, die kann ja jetzt nicht sein in der Physis schon gar nicht, das ist ja bloß tote Materie. Sie kann aber auch nicht in den Bauplänen der biologischen Organismen sein. Denn das sind nur die Pläne in Anführungszeichen, wie die Materie anzuordnen ist. Das ist nicht, wie die Materie sich verhält. Ganz offensichtlich brauchen wir da eine neue Struktur und wahrscheinlich auch eine neue Totalität oder auch ganz viele neue Totalitäten. Jetzt gibt es einen großen Fallstrick in unserem Denken. Denn wir wissen ja erstmal von unserer klassischen Bildung, die Reizverarbeitung, die geschieht ja im Gehirn. Unsere Sinnesreize, unsere Aktionen dann und was uns für unseren Körper dann steuert, das ist doch eine Folge von Nervenimpulsen. Die sind davon abhängig, wie unsere Synapsen verknüpft sind und wie unser Gehirn aufgebaut ist und so weiter. Ist erstmal soweit richtig, möchte ich mal vorsichtig sagen. Aber unsere Synapsen, unser Gehirn, das sind erstmal nur Anordnung materieller Bausteine. Es ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Das unterscheidet aber auch die Neurowissenschaft. Das, was unsere Reizreaktionsmuster ausmacht, das sind Muster von Aktivitäten, also Aktivitätsmuster in unseren Nervenzellen, unseren Synapsen. Und die Verknüpfung unserer Synapsen, das ist eine Bedingung dafür, dass diese Reizweiterleitung geschieht und wohl auch, dass sie verarbeitet wird. Aber, und da liegt der Hund begraben, das Muster, nach dem die Synapsen aktiv sind, das ist eben nicht der Bauplan der Synapsen. Der Bauplan der Synapsen ist zwar Voraussetzung dafür, aber das Muster, das ist etwas, was mit den Synapsen geschieht. Sonst müsste ja, wenn das alles eine Folge des biologischen Bauplans wäre, dann müsste ja jedes Muster, das irgendwie möglich wäre in den Synapsen, dann müsste das ja zellulär irgendwie kodiert sein und einprogrammiert. Ist es aber nicht. Das, was mit den Synapsen geschieht, das ist eine Folge von externen Sinnesreizen. Die lösen Lernprozesse aus und die erzeugen dann erstmal überhaupt dieses Muster und auf dem läuft dann sozusagen das Programm. Es würde ja auch niemand behaupten, physikalischen Eigenschaften des Halbleiters auf seiner Festplatte oder in seinem Computerchip, die erzeugen sein Computerprogramm. Genauso ist es doch auch mit unserem Gehirn. Unser Aktivitätsmuster, das stellt offensichtlich eine neue Komplexitätsstufe in unserem Gesamtsystem dar. Und um die müssen wir uns kümmern. Nochmal, es bleibt ja richtig, dass man sagen kann, die Ratte sieht den Futternapf und da wird das und das neuronale Muster, Synapsenmuster in ihr ausgelöst. Wir sind völlig konform mit den Erkenntnissen der Gehirnwissenschaft. Die Frage, die wir nur entscheiden müssen, ist nur die, als was betrachten wir dieses Feuermuster der Synapsen? Im klassischen Wissenschaftsparadigma ist das nichts weiter als ein Abfallprodukt biochemischer Prozesse. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen abfällig sagen. Demnach sind wir, alles was uns ausmacht, nur ein Epiphänomen irgendwelche Elektronenverteilung in unseren Proteinen oder wie auch immer. Burkhard Heim allerdings sagt, und vielleicht denken viele von euch das ohnehin, das Gehirn, unsere Gehirnsubstanz, das ist nur ein Träger
oder eine Art Transmitter für etwas Immaterielles, das da dranhängt. Und das muss uns mit Bucketheim zum Glück überhaupt nicht beunruhigen, denn wir haben ja zwei Dimensionen, in denen wir Prozesse verorten können, die nicht raumzeitlich sind. Unsere Dimensionen 5 und 6, den Transbereich der Welt. Gehen wir jetzt mal ein paar Videos zurück. Ganz am Anfang dieser Videoreihe hatte ich euch erklärt, es gibt diese metronischen Kondensationsformen, wo sich also dieses Gitter, das den leeren Raum darstellt, verformt. Und da gibt es vier Formen und die Form C und D, das waren, daraus leitet Heim die Massenformel für Elementarteilchen ab. Die Form B war das Licht. Und dann gibt es noch diese Form A, die wir bislang nicht kennen in der Physik, die nannte er Aktivitäten. Und das sind Prozesse, Kondensationsformen, Erscheinungen, wie immer ihr es nennen wollt, die sich ausschließlich im Transbereich aufhalten und da irgendwo etwas machen. Und da sind wir jetzt genau an dem Punkt, warum man mit der Elementarteilchentheorie anfangen muss, wenn man den Lebensprozess verstehen will. Genau das ist der Grund, warum Heim das als erstes gemacht hat, also seine Massenformel entwickelt. Denn jetzt hat er einen Grund zu sagen, hier, ich habe die richtigen Ergebnisse rausbekommen, die Massen der Elementarteilchen stimmen. Die anderen Überlegungen, das ist ein starkes Indiz dafür, dass die anderen Überlegungen auch richtig sind. Und ich habe jetzt hier ein Substrat, meine Aktivitäten, mit denen ich Prozesse der fünften und sechsten Dimension abbilden kann, die nicht raumzeitlich sind. Jetzt denkt auch noch daran, ich habe euch gesagt, an jedem raumzeitlichen Geschehen, egal ob Masse oder also wirkbare Elementarteilchen oder Licht, da hängt auch immer ein Aktivitätenmuster dran. Also jedes Elementarteilchen, auch sogar noch im Subatomaren, noch darunter, hat eine Komponente im Transbereich. Es muss so sein, weil die bildet eine Struktur ab und ohne Struktur gäbe es nur leeren Raum. Das bedeutet, jede materielle Struktur, egal ob Elementarteilchen oder fertiger biologischer Körper, hat immer gewissermaßen ein Abbild, ein Spiegelbild, wenn ihr so wollt, im Transbereich. Also da sind Aktivitäten, die ganz fest mit meiner biologischen Matrix verknüpft sind. Und jetzt ist es doch ein leichtes, sich vorzustellen, an diese Aktivitäten können jetzt andere andocken, gewissermaßen, die selber nicht Teil eines materiellen, also eines raumzeitlichen Geschehens sind, die nur eine Transdynamik entfalten. Und genau diese immateriellen Strukturen, die haben wir gesucht als das, wo unsere Reizverarbeitung abläuft. Wir haben also eine immaterielle Struktur, die ihre biologischen Komponenten gewissermaßen korreliert. Das bedeutet wiederum, es ist eine neue Totalität, denn es muss eine übergeordnete Struktur sein. Eine neue Totalität bedeutet eine neue Metroplexstruktur. Metroplexstruktur hatte ich euch in dem Video erklärt. Und jetzt kommt wieder eine von Burkhard Heims wunderschönen praktischen Wortschöpfungen. Er nannte das nämlich einen intermittierenden Leitmetroplex korrelativer Eigenschaften. Oder kurz und praktisch den ILCOR. Also wenn wir von diesen Strukturen sprechen, dann sprechen wir jetzt vom ILCOR. Wenn ich jetzt also einen Reiz an meinen Körper setze, meinetwegen, wenn ich mich hier an der Hand kneife, dann bedeutet das, die physikalische Matrix meiner Zellen, meines Gewebes wird verformt. Und das wird auf der untersten Ebene meiner biologischen Matrix, meiner Proteine, registriert. Und wenn die sich bewegen im Raum jetzt einfach, dadurch, dass ich da einen Druck ausübe, dann heißt das, die Transstruktur merkt das irgendwie und verändert sich. Da diese Proteine aber ein integrierter Bestandteil meiner Zelle sind, merkt es auch die Zelle. Und da die Zelle ein integrierter Bestandteil meines Gewebes ist, merkt es auch das Gewebe und so weiter. Und das könnt ihr euch jetzt so vorstellen, dass ein Aktivitätenstrom aufsteigt in Richtung meiner X5-Achse, weil er durch die integrierten Totalitäten meiner biologischen Schichtung immer weiter registriert wird. Er steigt also aus der Totalität 7 auf bis in meine ILCOR-Struktur, wo auch immer die jetzt gelagert sein mag, dazu kommen wir gleich. In meiner ILCOR-Struktur geschieht eine Reizverarbeitung und dann geschieht das Umgekehrte. Dann wird durch sämtliche biologischen Schichten ein abfallender Aktivitätenstrom ausgelöst, der also durch mein Nervengewebe in meine Zellen bis auf die Ebene wieder meiner Proteine geht und dann bewegt sich koordiniert die gesamte Materie meiner Hand in die Richtung. Also Reiz, aufsteigender Aktivitätenstrom, absteigender Aktivitätenstrom, Reaktion. Genau dieser Prozess erklärt dieses von der Neurowissenschaft gerne verdrängte Phänomen, das man beobachten kann bei
Wenn man bei Operationen im offenen Gehirn einen Reiz setzt, dann kann man das ja messen. Es wird ja, wenn man einen Reiz am Fuß setzt, der praktisch 2 Meter weit entfernt ist, dann wird dieser Reiz sofort unmittelbar auf der Hirnrinde registriert. Nicht erst nach 2 Sekunden, wie es laut Schulbuch sein müsste. Der Grund ist der, es gibt diesen unmittelbareren Reizweiterleitungsprozess, der immer noch parallel läuft zu einem biologischen Geschehen, das wir wissen über Reizverarbeitung, aber der trotzdem eventuell nach anderen Zeitgesetzen ablaufen kann. Dieser Bereich, in dem unsere Ilko-Struktur liegt, den nennt Burkhard Heim jetzt den Bereich Gamma oder die Psyche. Ich möchte trotzdem weiter von Ilko sprechen, denn das Wort Psyche wird uns ein bisschen im Weg stehen. Und zwar hat jede biologische Struktur, selbst unsere biologischen Letzteinheiten, also Enzyme und DNA, die haben so ein Ilkor. Nur würde ja im Falle von Enzymen, würde man ja nie von einer Psyche sprechen. Das ist etwas, was Tiere und Menschen offensichtlich haben, aber keine einzelnen Zellen oder so nach darunter liegend. Trotzdem hat jede biologische Entität ihr Aktivitätenmuster, das irgendeine koordinierende Eigenschaft hat. Im Falle von Enzymen sind das einfach die Aufgaben, sage ich mal, erstens die Enzymfaltung korrekt ablaufen zu lassen, also die Thermodynamik dahingehend zu biegen, sage ich mal, dass diese Faltung richtig zustande kommt. Und zweitens, dass die katalytischen Eigenschaften aufrechterhalten werden. Das ist die Aufgabe eines Ilkors, eines Enzyms. Kann man auch sehr anschaulich beschreiben, auch sogar mathematisch oder semi-mathematisch, aber darauf läuft es am Ende hinaus. Tatsächlich ist es jetzt so, dass jede Organisationsstufe unseres BIOS verknüpft ist mit einer Organisationsstufe im Bereich der Psyche, also mit einem spezifischen Ilkor, einer spezifischen Ilkor-Struktur. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben gesagt, selbst die untersten biologischen Einheiten, die haben so eine Struktur. Was geschieht jetzt, wenn die, sage ich mal, wenn Einheiten der Totalität 7, die Biophor- und Letzteinheiten, wenn die sich verknüpfen zu einer Einheit der Totalität 8, dann wird nicht nur der körperliche Bauplan integriert, sondern auch die Ilkostruktur. Und zwar in die Ilkostruktur der Totalität 8, die dann eine integrierende Summe bildet, die Einzel-Ilkostrukturen ihrer Bestandteile korreliert. Und das geschieht jetzt für jede biologische Organisationsstufe. Und das bedeutet, unser Bereich der Psyche umfasst, genau wie der BIOS, 9 Totalitäten. Und die können wir jetzt nummerieren von 16 bis 24. Das war die Einteilung unserer nicht materiellen Seite des Lebensprozesses nach Burkhard Heim. Zum Abschluss nochmal eine Zusammenfassung und ein Beispiel für euch. Angenommen, das Video hat euch jetzt gefallen. Was geschieht dann bei euch in eurem Ilkor? Also, Licht von eurem Bildschirm trifft auf die C-Rezeptoren eurer Netzhaut, auf die Chromophoren, Enzyme. Die erfahren eine Zustandsänderung. Das heißt, deren Aktivitätenmuster ändert sich. Damit ändert sich das Aktivitätenmuster eurer Sehepithelzellen. Damit ändert sich das Aktivitätenmuster eures Auges, eures Sehnervs, bis ins Gehirn, eure Sehrinde. Das heißt, das ist ein aufsteigender Aktivitätenstrom, der in euren Ilkor geleitet wird. Dort findet ein komplexer Entscheidungsprozess statt und ihr sagt vielleicht, ihr mögt das Video. Dann gibt es einen fallenden Aktivitätenstrom, der geht durch euer Nervengewebe, in eure Muskelzellen, in eure einzelnen Kollagenfasern und die gesamte Materie eures Armes bewegt sich koordiniert und gibt dem Video einen Like-Button nach oben. Jetzt haben wir also ein Konzept, mit dem wir uns über die Psyche unterhalten können, über alle spannenden Phänomene, die sie ausmachen. Und das machen wir in den nächsten Videos dieser Reihe bei 6 Dimensionen in Farbe.